Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Luft, meine lieben Waagemenschen. Dies ist das Reading oder die Legung für euch im Bereich des Reichtums oder Wohlstandes. Denn wir sind ja hier auf dem Kanal für Wohlfühltarot, also Wohlstand. Und dies ist der vierte Bereich, Lebensbereich oder Bagua-Bereich eures Zuhauses. Und dieser ist dem Element Holz zugeordnet, den Farben Grün, genau wie der Bereich der Familie. Ja, und ganz herzlich willkommen, meine lieben Hundemenschen in der chinesischen Astrologie. Ihr seid unglaublich treue Menschen, unglaublich zuverlässig, liebevoll. Wenn es notwendig ist, könnt ihr schon auch mal bellen. Aber im Allgemeinen sind Hunde und Waage Menschen eben unglaublich sozial eingestellt, sehr, sehr fürsorglich und in der Kommunikation unglaublich begabt. Ja. Ja, jetzt zeige ich euch noch, wo wir uns gerade befinden. Wir sind also quasi hier im Bereich des Reichtumes, ja, hier im Bereich des Reichtumes. Wie ich schon sagte, das ist der vierte Wohlfühlbereich eures Zuhauses und hier seht ihr eben die Farbe Grün unterlegt. Ja, das ist das Element Holz. Ja, und ich möchte euch noch darauf hinweisen: Schaut euch unbedingt mein Video an. Das heißt Karriere. Der Eingangsbereich als Visitenkarte eben, der liegt ja meistens hier im Karrierebereich, der Eingang. Aber ihr erfahrt in meinem Video, von dem ich gerade gesprochen habe, wie ihr dieses Gitter auf euren Grundriss, also auf den Grundriss eurer Wohnung, eures Hauses auflegt. Das ist nämlich schon sehr wichtig, das zu wissen, meine Lieben, ja? Und wenn ihr auf meiner Kanalseite oben bei der kleinen Lupe eingebt, vierter Wohlfühlbereich, Reichtum deines Zuhauses, erfahrt ihr außerdem, wie ihr diesen speziellen Lebensbereich nähren, fördern und stärken können, sodass bei euch die Ringelblumensonne aufgeht, meine Lieben. Genau. So, dann schauen wir doch mal im Bereich des Reichtums bzw. Wohlstandes. Ich habe hier meine überwiegend grünen Karten mal rausgenommen und möchte mal schauen für euch, meine lieben Waagemenschen, da ist schon etwas gefallen für euch, was wichtig ist zu wissen. Wow, da bekommen wir Lebenskraft, Lebensenergie, Vitalität ist anscheinend ein Thema bei euch, meine Lieben. Hier heißt Psychosomatik des Blutes. Aha. Also, es geht, also darum, wie vital wir uns fühlen. Und das hängt natürlich stark auch mit unserem körperlichen Zustand ab. Und das Blut, sagt man, ist ein Stück Lebenskraft und Saft. Ja, und wenn es dem Blut geht, gut geht, geht es uns auch gut. Dann sind wir vital. Und wenn ihr euch erschöpft fühlt, meine Lieben, dann kann ich euch jetzt gerade im Frühjahr empfehlen, macht eine Entgiftungskur mit geeigneten Heilpflanzen, wie zum Beispiel in dem Falle mit der Brennessel. Ja, mit der Brennessel. Sie ist die beste blutreinigende Pflanze. Ja, und sie ist eine ganz, ganz große, wichtige Männerheilpflanze, wenn es um das Thema Prostatavergrößerung geht. Ja, wenn ihr regelmäßig, meine lieben Herren, Brennnesseltee trinkt, dann werdet ihr niemals Probleme mit der Prostata, also mit einer Vergrößerung bekommen, ja? Das nur als Tipp am Rande. Also,
Die Brennnessel ist unglaublich heilkräftig und von ihren Wirkstoffen her, wie gesagt, reinigt sie das Blut wunderbar und bringt einen wieder in die Vitalität, in diesen Saft, in die Kraft, in die Lebenskraft. Ja, also das scheint bei euch irgendwie wichtig zu sein. Ja. Ja, dann schaue ich mal mit den Tarotkarten. Was darf ich denn da wissen zum Thema Reichtum, Wohlstand? Und die Frage ist ja immer, warum sollten wir diesen Bereich auch nähren, fördern und stärken? Und zwar natürlich einerseits, um unsere finanziellen Einnahmen zu erhöhen. Das ist natürlich immer ganz hilfreich. Wir brauchen ja einen gewissen Standard, um leben zu können. Dann natürlich auch, um ganz konkrete Vorhaben finanzieren zu können und auch, ich sage immer, auch um dankbarer zu werden. Ja, das ist eigentlich auch wichtig in diesem Bereich. Schaut mal, jetzt habe ich hier 10 der Schwerter. Wow, das ist keine so schöne Energie, meine Lieben. Also einerseits entsprechen ja die Schwerter eurem Sonnenzeichen als Waage Menschen, meine Lieben, seid ihr ja Luftzeichen. Und die Luft, also die Schwerter stehen für die Luftzeichen. Ja, ihr macht euch 100.000 Gedanken im Kopf, ja. Ihr seid einfach die Denker, die Dichter und Denker, sag ich mal, ja. 10 der Schwerter im Tarot, also hier ist jetzt kein Mensch abgebildet, in dem diese Schwerter stecken. Gott sei Dank, sage ich mal. Für mich ist es deshalb in dem Fall diese Wahnsinnsgedankenaktivität, die bei euch herrscht. Ja, da kommt der Gedanke, dann schießt wieder einer quer, dann kommt von unten einer, von da einer, von hier einer. Und es kann einen natürlich Kraft kosten, ja. Das auch erhöhte Gedankenaktivität kann einen unglaubliche Kraft kosten, auch Lebenskraft, ja. Und euch natürlich auch unter Umständen in eine Erschöpfung bringen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, meine Lieben. Ihr seid ja auch sehr, also meist sehr aktive Menschen, dass ihr da nicht euch verausgabt zu sehr, ja. Denn das kann schon mal für eine Erschöpfungsdepression stehen. Und zwar gedanklicher und körperlicher Art. Natürlich, das kann beides sein, ja. Und da kann ich euch also zumindest aus der Sicht der Ernährung empfehlen, esst viel Haferflocken. Hafer stärkt die Nerven, ja, ihr bekommt Nerven wie Drahtseile und Hafer, ja, macht einfach belastbarer wieder, hilft einem aus dem Tief heraus, meine Lieben, ja. Das ist nicht so wahnsinnig schön. Jetzt ziehe ich aber noch eine, weil mich das interessiert. Was ist denn da noch bei euch, meine Lieben? Waage und Hundemenschen. Vielleicht seid ihr auch zurzeit einfach wirklich krank. Vielleicht habt ihr mit Erkältung zu tun, mit länger andauernden Erkältungen. Kann natürlich auch sein, ja, dass ihr euch schon länger irgendwie krank und erschöpft fühlt. Wow. Uiuiui, da kommen aber, ja, nee, also da kommen auch noch gute Karten, meine Lieben. Schaut mal. Ich habe hier zwar noch mal 9 der Schwerter, wow. Ihr habt 9 und 10 der Schwerter. Das sind insgesamt 19 Schwerter, meine Lieben. Das sagt mir schon, dass ihr also wirklich, also ganz bestimmt in einer gedanklichen Erschöpfung seid. Ganz ehrlich. Also, wenn es tatsächlich um das Thema geht, dass ihr euch vielleicht immer schlechter etwas merken könnt, dann hat das bestimmt nichts mit Demenz zu tun, sondern mit Erschöpfung. Und da könnte ich euch natürlich
Ginkgo empfehlen. Ginkgo könnt ihr zum Beispiel bei DM, Ginkgo-Tee könnt ihr euch besorgen, Tee trinken. Ja, das wäre jetzt so die einfachste Möglichkeit. Ja, Ginkgo verbessert alle Funktionen des Gehirns. Ja, und stärkt einfach das Gedächtnis. Ja, also hier geht es ganz stark um eure Gedankenaktivität. Also, wow. Jetzt schaue ich mal, wir haben aber auch noch ganz gute Karten hier. Schaut mal, es wird besser. Ihr habt hier zwei der Münzen. Das heißt, schaut mal, das ist, also es erinnert mich gerade an die Lemniskate, an dieses Unendlichkeitszeichen hier. Also zwei der Münzen heißt immer, ihr habt zwei Möglichkeiten, ja, also im Bereich der Münzen, ja. Es kommen zwei Projekte vielleicht auf euch zu oder ihr steckt in zwei Projekten. Vielleicht ist es auch das, dass es zu viel ist, weil ihr in zwei Projekten hier steckt, ja. Und es ist wie eine Dauerschleife mit der Anstrengung und Erschöpfung und so weiter. Dann bitte lasst euch da vielleicht auch helfen. Aber hier, schaut mal, hier kommt der Stern. Also der Stern ist eine hohe Arkana, die 17. hohe Arkana, und die steht normalerweise für Erfüllung von Wünschen. Aber mir kommt hier haben wir auch wieder das Wasser. Wasser steht im Feng Shui zwar auch für Geldfluss, aber vielleicht habt ihr auch einen Flüssigkeitsmangel im Körper. Könnte sein, kommt mir gerade so, denn wenn es um das Denken geht, ja, um diese vielen Gedanken, dann ist ganz, ganz wichtig, also beziehungsweise um die Gedankenschwäche, dann ist Trinken ganz, ganz wichtig. Das stelle ich vor allen Dingen immer bei etwas älteren Patienten fest, ja, dass die einen Flüssigkeitsmangel haben. Und wir haben hier eben, wie gesagt, ihr seht hier Wasser. Also das Trinken von Wasser am Tag ist halt auch ganz, ganz wichtig, ja. Auch um sich zu reinigen. Es ist die einfachste Form, um auch sich zu reinigen, zu entgiften, um den Körper insgesamt zu entgiften auch, ja. Und zwar nicht nur von körperlichen Schlacken, sondern auch von seelischem Gift könnt ihr hier entgiften, ja, mit Wasser. Okay, meine Lieben. Okay. Also, das ist nicht ganz so einfach hier. Jetzt schaue ich nochmal mit dem mystischen Venom. Was dürft ihr wissen? Dankeschön. Da kommt hier, haben wir das Haus und die Wege. Ah ja, schaut mal hier. Wir haben hier ein Haus. Das kann natürlich auch für eine Firma stehen, das Haus, ja, vielleicht für eure Firma, in der ihr arbeitet, vielleicht auch für ein Theater, für eine Oper, für je nachdem, für eine Akademie, für eine Universität, für alles Mögliche kann das Haus stehen. Und hier geht es um Entscheidungen. Ihr müsst hier etwas entscheiden, welchen Weg ihr hier einschlagt. Ihr habt diesen Weg und diesen Weg. Und es passt natürlich zu dieser Karte, ja. Ihr habt zwei der Münzen, zwei Möglichkeiten, also diesen rechts zu gehen oder links zu gehen, ja. Aber immerhin habt ihr diese beiden Möglichkeiten. Das ist doch schon mal ganz toll eigentlich, ja. Also es kommen Möglichkeiten, die ihr dann auch wählen dürft. Jetzt schaue ich noch mal hier mit den Farben der Naturengel. Was wollen die euch noch mit auf den Weg geben? Meine lieben Waage und Hundemenschen. Die hier. Sei behutsam. Wow, meine Lieben, das ist schon so eine kleine Warnung an euch. Seid behutsam mit euch. Ihr seid zarte Pflänzchen, meine Lieben. Ihr seid zart. Zart und schön, ja. Und ihr müsst wirklich auf euch aufpassen, meine Lieben. Passt auf euch auf, ja. Wir haben hier die Farbe des Feuers.
Die Farbe des Feuers sind Rottöne, Pink, Lila. Und das Blut ist ja auch eine Farbe des Feuers, ja. Und natürlich, Blut hat nicht umsonst die Farbe Rot, weil es ist eine aktive Farbe. Und Blut, wie gesagt, ist unser Lebenssaft und uns und hilft uns zu leben. Natürlich, logisch. Also seid aber auch behutsam mit eurem Körper und eurer Energie ein Stück weit, ja, überfordert euch nicht, weil sonst kommt ihr in diesen, vielleicht in diesen Negativzustand, ja. Das kann schon mal sein, ja. Also, meine Lieben, passt auf euch auf. Kann natürlich auch heißen, Ja, eben. Schaut mal hier, die Farben. Lila, Pink. Also, und hier haben wir die Blüten oben am Stängel. Das heißt, der Bezug zum Kronenchakra oben. Ja, also Kronenchakra, wieder die Gedanken. Seid behutsam mit eurer Gedankenaktivität. Vielleicht würde euch sogar Meditation gut tun, meine Lieben, denn die Buddhisten sagen ja, wir müssen den wilden Affengeist beruhigen, ja. Wow. Meine Lieben, seid behutsam mit euch. Jetzt ziehe ich euch noch eine Engelkarte. Wobei ihr habt hier auch schon wie einen Engel, es ist auch wie ein Schutzengel an eurer Seite. Also keine Angst, meine Lieben. Oh, da kommt wieder so eine wunderschöne Karte. Schaut mal, wie das wunderschön harmoniert hier. Glück liegt im Augenblick, meine Lieben. Glück liegt im Augenblick. Wie schön, genau. Schiebt die Gedanken zur Seite, die vielen Gedanken, schiebt sie zur Seite, ja, und lebt im Augenblick, denn das Glück liegt im Augenblick, meine Lieben, ja. Es ist anscheinend eine wichtige Botschaft für euch, meine Lieben. Wow. Sehr spannend. Ja, meine Lieben, vage Menschen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben. Ich freue mich über einen Daumen hoch. Ich freue mich, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich natürlich über wertschätzende Kommentare. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, macht es gut. Passt auf euch auf. Servus.